Hallo, wir sind hier aus Startarbeits Food Summit 19 und ich habe hier die Dani und den Stefan von Vegablum und mache hier ein kleines Interview. Hallo erstmal. Stellt doch mal einfach bitte euer Startup vor. Ja, gerne. Also ich bin der Stefan, das ist Dani. Zusammen sind wir die Vegablümchen oder Firma Vegablum. Wir stellen vegane Honigalternativen, vegane Metalternative und unterschiedliche Liköre her. Super. Bitte? Aus Hagen. Ja, passt. Wie ist euer Startup entstanden? Wie kam da auf die Idee? Ja, also ich habe früher sehr gerne veganen Met getrunken, war halt viel auf Mittelaltermärkten unterwegs und ja, da mussten wir natürlich erstmal suchen, gibt es veganen Honig schon? Und da haben wir halt den Löwenzahnhonig entdeckt. Das ist wirklich so Omas Hausrezept, hat man damals nach dem Krieg schon selber gemacht, Blümchen pflücken, einkochen. Ja, damit haben wir dann angefangen, haben dann veganen Honig produziert, haben den verkauft und daraus ist dann auch der vegane Met entstanden. Ja, und das hat sich dann so langsam aufgebaut. Mittlerweile haben wir 21 Sorten im Honigbereich und ja, 4 Biosorten mittlerweile, die sind dann auch in Biomärkten erhältlich. Super, Fairtrade, glaube ich, habt ihr auch, ne? Ja. Was plant ihr für die Zukunft? Wo seht ihr euch in 5 Jahren? Also schön wäre es, wenn wir wirklich weltweit vertreten sind, in allen Regalen zu finden sind, sodass jeder Mensch wirklich die Möglichkeit hat, unseren leckeren Honig zu probieren. Durch die 21 Sorten haben wir wirklich für jeden Geschmack was dabei. Wir haben Chili-Sorten, perfekt zum Kochen. Wir haben Lebkuchen und Zimt zum Backen. Also ist wirklich für jeden was dabei. Und es wäre einfach schön, wenn wirklich auch jeder die Möglichkeit hat, diese Produkte in seiner Nähe zu kriegen. Wie wir das jetzt nach und nach weiter aufbauen, müssen wir mal gucken. Wir können über einen Online-Shop versenden. Wir sind schon relativ gut aufgestellt. Aber wir wollen halt wirklich gucken, dass wir flächendeckend wirklich überall halt erhältlich sind. Damit auch wirklich jeder genießen kann und auch merkt, es geht einfach auch tierleidfrei und es geht auch mit Alternativen zum herkömmlichen. Super. Wie seid ihr auf Crowdfoods aufmerksam geworden? Das habe ich gefunden. Ich habe halt im Internet gesucht, was gibt es so für Netzwerke, wo kann man sich vernetzen, wo kann man vor allen Dingen Investoren finden. Das war so unser Hauptanliegen. Ja, da habe ich euch gefunden, ja, angeschrieben und dann vielleicht nette Antworten bekommen. Ja, und dann wurden wir auch eingeladen. Ja, super. Wie findet ihr die Veranstaltung? Fällt es euch? Sind eure Erwartungen erfüllt worden oder habt ihr Kritik? Also Kritik fällt mir spontan keine ein. Also wir finden es sehr toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben einen tollen Stand. Wir haben sehr viele Leute, die sich für das Produkt interessieren, für Nachhaltigkeit interessieren, die auch einfach fragen, warum ist ein Honig nicht vegan? Weil es anscheinend wirklich noch viele gibt, bei denen ist das noch nicht so wirklich präsent. Und es macht einfach Spaß, auch den Leuten wirklich zu sagen, ein Honig ist nicht vegan, weil er einfach von der Biene ist. Und die Bienen sterben aus und es ist gerade jetzt in der Zeit wichtig, umzudenken und zu überlegen, welche Alternativen gibt es. Und da stehen wir eigentlich ganz gut an dem Stand und können es den Leuten wirklich gut nahebringen. Wir haben auch ganz gute Kontakte geschlossen, dass man sich danach nochmal weiter vernetzt und nochmal weitere Kontakte bekommt. Ja, also sehr schön gemacht. Super, vielen Dank. Dann wünsche ich euch noch viel Erfolg im restlichen Tag heute und bedanke mich für das Gespräch. Und hoffe, dass ihr euch bald mal wiedersehen. Stimmt. Ja, tschüss.